Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. Wir sind hier wieder beim Taschenrechner von Texas Instruments, dem TI Inspire, in der CX-Version als CAS, also als Computer-Algebra-System. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie man eine Regression durchführen kann. Und für eine Regression braucht man ja erstmal so eine Punktewolke, also irgendwelche Daten, Messdaten manchmal. Und dann sucht man irgendwie nach einem funktionalen Zusammenhang, den will man irgendwie darstellen. Dazu müssen wir jetzt also erstmal eine Tabelle haben. Dazu gehen wir zweimal runter. Wir können auch mit diesem Mauszeiger da versuchen, da direkt hinzukommen. Ich mache das mal so. Ich kann mit der Maus sowieso mich ja frei bewegen. Also List und Spreadsheet. Und das wählen wir aus. Und das allererste, was wir machen müssen, also unsere Daten irgendwie in eine Tabelle bringen. Dazu müsst ihr hier oben rein. Achso, ich mache es mal. Mit den Pfeiltasten hier hin und her. Und zwar da, wo das A steht, das reicht der nicht. Die Tabelle heißt nicht A, sondern es ist eher so ein visuelles Ding. Dem müssen wir jetzt irgendeinen Namen geben. Da ich ja von Punkten hier spreche, schreibe ich da oben jetzt einfach mal X rein. Da sollen die X-Koordinate meiner Punkte hin. Und hier bei B sollen die Y-Koordinaten meiner Punkte. Okay, und dann kann ich jetzt hier die Punkte immer nebeneinander eingeben. Also beides, was jetzt bei 1 steht, also beispielsweise die 2, und die, sondern 1 sind, das wäre jetzt ein Punkt mit den Koordinaten 2, 1. Oder als nächstes nehme ich mal 4, 2 als nächsten Punkt, dann 3, 6, 6, 3, so rum. Und ihr müsst immer Enter drücken, damit das übernommen wird in der Tabelle, bevor ihr mit den Pfeiltasten wieder woanders hin hüpft. 8 und die 4. So, jetzt versuchen wir eine Funktion zu finden, die möglichst genau durch diese vier Punkte geht. Und hier geht das auch noch, deswegen habe ich das Beispiel gewählt. Dann verändere ich gleich mal einen Punkt und dann gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt sagen, ich bleibe diese Tabellenansicht und führe eine Regression durch und kriege quasi nur so kryptische Sachen wieder und muss sie interpretieren. Das mache ich mal als erstes. Also ich gehe mal ins Menü und dann gehe ich in die Statistik. Statistische Berechnung und dann seht ihr, hier habe ich alle Regressionsmöglichkeiten. Also ich muss mal auswählen, welchem Typ. Ich nehme mal die 3, eine einfache lineare Regression der Form mx plus b. Dann kriege ich hier ein neues Fenster und muss sagen, wo ist denn meine x-Liste, also wo sind meine x-Koordinaten meiner Punkte. Dann kann ich das hier auswählen und deswegen seht ihr, musst du dir vorhin den Namen geben. Jetzt steht hier nämlich x und ich sage hier y. Der Graph der Funktion wird als f1 angelegt. Kann ich hier auch ändern, wenn ich es unbedingt möchte. Wir lassen mal bei f1 und drücken hier unten einfach auf OK. So, dann kommt das. Ihr habt in der nächsten Spalte Titel, lineare Regression der Form mx plus b. Als zweites eben mx plus b. Ne? Und dann schmeißt er mir raus, mein m ist 0,5, mein b ist 0. Und R Quadrat, das ist ein wichtiger Wert, der sagt was über die Qualität meiner Regression aus. Und 1 bedeutet, sie ist perfekt. Sie geht genau durch diese vier Punkte, die hier sind. Da gibt es keine Fehler, keine Abweichung. Und ihr seht, wer also nur trockene Daten will, da reicht das hier natürlich vollkommen. Ich kann das aber auch ein bisschen schicker, nämlich mir so anzeigen lassen. Mit genau auch die Fehler und sowas alles. Deswegen gibt es hier noch eine zweite Möglichkeit. Ich mache mir ein zweites Fenster auf. Es geht theoretisch auch in dem Fenster, aber ich finde das Display des Taschenrechners immer so klein. Deswegen mache ich ein zweites Fenster auf. Das Schöne ist, alle Fenster sind miteinander verbunden. Also geht auf Control und dann hier bei Doc steht ja Plus Page. Und das nächste, was wir brauchen, ist 5. Data und Statistik. So, und jetzt seht ihr auch, das sind meine Punkte. Die 4, die ich da eingegeben habe. Aber noch nicht richtig abgelegt, denn ich kann hier unten jetzt, ohne das Pop-Up vielleicht, ne, das Pop-Up nicht haben, na egal. Wenn ihr unten draufklickt, könnt ihr jetzt sagen, was soll auf der X-Achse eigentlich aufgetragen werden? Natürlich meine X-Koordinaten, dann legt er sich schon mal dahin. Und ne, wie könnte es anders sein? Hier klicken wir jetzt und sagen, da sollen die Y-Daten abgelegt werden. Und dann seht ihr, so liegen die Punkte, so liegt meine Punktwolke. Und ich hätte das also nicht davor machen müssen, in Tabellenform, ne, sondern ich kann jetzt auch sagen, ich gehe ins Menü, also auch hier, ins Analysieren und hier habe ich Regression und auch da habe ich dieselbe Auswahl. Auch hier kann ich wieder lineare Regression des Typs mx plus b wählen. Und jetzt seht ihr,
meine Funktion hat 0,5x plus 0. Und jetzt sehe ich hier nicht so richtig direkt dran, ob dies perfekt ist. Also man kann das schon erahnen, ne? Dass die genau durch die Punkte geht, diese Funktion. Und das ist ein bisschen so der Nachteil zu dieser Tabellenweise. Wenn ich jetzt hier ins Menü gehe, wieder auf Analysieren und da unten auf dieses Residuen und mir die Quadrate, die Fehlerquadrate anzeigen lasse, dann steht da Summe der Quadrate ist gleich 0. Es gibt also keinen Fehler. Das ist genau dieselbe Aussage. Die Summe der Fehlerquadrate ist dieselbe Aussage wie die Regression war toll. Was da, also wenn ihr übrigens hier oben hin und her springen wollt und wollt nicht die Maus nutzen, dann nehmt ihr Control und dann Pfeil zur Seite, kommt ihr ins andere. Das ist jetzt mal dieselbe Aussage wie r Quadrat gleich 1. Müsst ihr schauen, was ihr schicker findet. Jetzt ändere ich mal einen Punkt. Wir nehmen mal den hier und statt einer 2 machen wir nochmal eine 1, damit es eben nicht mehr so schick ist. Dann seht ihr, ich habe jetzt 0,55 minus 0,5 für b und ich bin jetzt nur noch bei 0,89 also 9 Nullseiten, machen wir die 6. Aufrunde. Also 0,9 in etwa. Auch das gucken wir uns jetzt mal wieder auf der anderen Seite an. Der Punkt ist jetzt auch weg. Und jetzt steht hier was von Summe der Quadrate, der Fehlerquadrate. Ihr seht das, ihr macht nämlich hier diese kleinen Fehlerquadrate, die ihr bestimmt auch schon mal irgendwie in der Schule gesehen habt. Und die Summe davon nimmt er. Und das ist jetzt 0,7. So. 0 war total perfekt. Jetzt habe ich die Fehlerquadrate bei 0,7. Ich finde, das sagt nicht ganz so, ja, ist das jetzt gut oder ist das nicht so gut? Ich finde, da ist das, der Wert von r² ein bisschen schöner. Wenn da eine 1 steht, ist das gut und wenn nicht, dann nicht. Okay, müsst ihr euch aber entscheiden, welchen der beiden Darstellungen ihr wählt. Ihr seht, es kommt der gleiche Funktionsterm raus. Ne? Nur die Darstellung dieser Fehlerquadrate ist ein bisschen anders. Okay, wenn ich jetzt gar nicht merke, linear ist nicht so gut und ich habe die auch wirklich angewählt, dann, also die lineare Funktion, dann kann ich ja im Menü unter Analysieren auch wieder sagen, dass er mir bitte die lineare Regression wieder ausblendet. So, dann ist sie weg. Die scheint ja nicht so gut zu sein jetzt hier für diesen Typen. Also suche ich mir eine andere. Analysieren. Regression und deswegen habe ich so gewählt. Ich nehme jetzt mal eine kubische, einfach um nochmal was zu zeigen. Und ihr seht, oh, das sieht gut aus, ne? Hier unten ist der Funktionsterm, Funktion dritten Grades. Hier ist er. Und das sieht doch so aus, als wenn es das perfekt durchgehen würde. Und das gucken wir uns auch nochmal an. Wenn wir in die 7 reingehen und hier zeigt er mir jetzt gar nicht an, das hat er auch gerne mal. Dass die Summe, also wenn die Summe der Fehlerquadrate 0 ist, dann lässt er mich das manchmal gar nicht auswählen. Also auch ein Indiz, wenn ich die Fehlerquadrate nicht auswählen kann, dann passt es. Das ist mir schon ganz oft mal im Taschenrechner aufgefallen. Oh, da lehne ich hin. Seht ihr? Das ist nicht auswählbar. Dieselbe Aussage wie Fehlerquadrate sind offensichtlich gleich 0. Weil vorher ging es ja. Kann aber auch sein, weil ich das einmal schon ausgewählt hatte. So, auch den könnte ich jetzt wieder ausblenden. Und das finde ich einfach hier dann echt ein bisschen schöner. Hier kann ich jetzt einfach wieder sagen, auch eine Regression durchführen. Menü, Statistik. Statistische Berechnung und dann erst runtergehen. Hier kann ich auch eine kubische jetzt nehmen. Er fragt mich wieder, wo sind meine Werte? Das ist ja x und y. Diese Funktionsterm würde er erst in F2 abspeichern, wenn ich ihn nutzen möchte. Ja, das werden natürlich dann überschrieben, und zwar alle, die hier hinten standen. Und ihr seht, a ist jetzt minus 0,0621, b ist 1, c minus 4,25, D 6 und r² ist hier wieder 1. Also perfekte Regression, wir gehen genau durch alle Punkte. Und wie gesagt, hier kann ich es grafisch darstellen lassen, hier kann ich es aber über die Fehlerquadrate mir anzeigen lassen und nicht so die Qualität der Regression. Müsst ihr mal schauen, was ihr besser findet. Oder vielleicht so wie ich es immer mache, ich nutze nämlich quasi beides in beiden Fenstern parallel und habe dann beide Informationen. Okay, aber bis hierhin soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.